an. Heute ein ganz schöner Tag. Und was mich besonders freut, dass er noch mal eine Partnerin gefunden hat, die er ja hier in Ottobrunn geheiratet hat. Und es ist natürlich auch eine besondere Ehre und darum schätze ich ihn sehr und freue mich heute aufs Wiedersehen mal nach längerer Zeit. Und nun sind wir alle drei miteinander befreundet und die beiden miteinander vereint. Und das ist ein wunderbarer Grund, hier zu sein heute Abend. Dass Horst Irre gespielt hat mit großen, berühmten Papen. Wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Es war 2001, da hat die Martina zum ersten Mal mit Horst telefoniert. Martina hat mich in Duisburg groß gemacht. Das muss man so einfach mal stehen lassen. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, haben wir entdeckt, nämlich die Seefahrt und haben daraus ein Programm gemacht, das heißt An der Reling, wobei er da die wunderbaren Texte seiner eigenen beigesteuert hat. Dem großen Kollegen meinen Respekt. Und Ihnen, Frau Martina, Glückwunsch zu einem so attraktiven Ehemann. Dass der Stauffenberg-Film vielleicht zu den Höhepunkten des Schauspielerlebens von Horst zählt, eine ganz persönliche Geschichte ist. Aber eine Sache noch, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ich glaube, das mit dem Jahr 1925 stimmt nicht. Der ganzen Vergangenheit von Horst nicht vergessen, dass er auch eine schwere Zeit hinter sich hat. Die Zeit, als er damals von Ost-Berlin nach West-Berlin ging, die war wirklich hart. Liebes Brautpaar, liebe Martina, lieber Horst, endlich seid ihr angekommen und habt festgemacht im schönsten, sichersten Ort. Du hast dein Hafenbecken gefunden und der Anker ist nur noch zur Sicherung da. Aber solltest du noch mal ein bisschen Lust auf die raue See draußen haben, bist du recht herzlich willkommen und ich möchte mich ganz toll bei dir bedanken. Wir haben gerade einen anderen Film zusammen gemacht, wo ich gemerkt habe, er hat überhaupt nichts verlernt. Sensationell, mein großer Respekt. Ganz besonders zum großen Ruhm geführt. Aber die witzige Geschichte finde ich, dass sie kein Foto vom Horst hatte und fuhr in Berlin 2003 U-Bahn und entdeckte auf einem der U-Bahnhöfe an einer Plakatwand ein Theaterplakat, wo Horst mitspielte und hat sich tatsächlich eine kleine Schere oder ein Messer oder was immer du dabei hast genommen und hat sich auf der U-Bahn-Station das Foto vom Horst aus dem Plakat geschnitten. Das finde ich ja schon eine Liebeserklärung zu einer Zeit, wo die beiden sich noch ja nicht richtig kennengelernt haben. Ich kenne die Martina seit 15 Jahren ungefähr. Den Kontakt hat eigentlich der Ernst Stankowski ursprünglich hergestellt und hat meinen damaligen Mann, der in der Zwischenzeit leider verstorben ist, und mich der Martina empfohlen. Wir haben bei ihr gelesen und es war so Liebe auf den ersten Blick, wie man so sagt. Und den Horst habe ich natürlich durch die Martina kennengelernt. Ich war Abteilungsleiter beim ZDF und kenne Horst seit unendlicher langer Zeit, schon aus den Zeiten von der Schwarzwaldklinik und übers Traumschiff und bis heute. Ich war Thomas auf dem Traumschiff und kenne Horst seit seinem ersten Drehtag auf dem Traumschiff. Ich möchte mich einfach nur bei dir bedanken. Und mein Dank ist danke, dass ich deine Frau sein darf.